Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist 6 Uhr. 6 Uhr 12. Ja, und das ist der erste Schultag. Ich habe mich gerade angezogen. Ich habe gerade geduscht, wie ihr seht. Toll, ne? Okay, Vanessa, so. Yay. Und ich filme jetzt gleich die Haare, schmink mich, mache mich fertig, mache noch einen Livestream und dann geht's los. Das wollte ich nur sagen, wir sehen uns dann im Auto wieder. Kennt ihr das, wenn ihr fast fertig seid, mit fertig machen, alles angezogen habt, euch geschminkt habt, alles ins Badezimmer wollt, um nochmal Zähne zu putzen und nochmal auf die Toilette zu gehen und dann euer Vater da drin ist und duscht. Yay, ich liebe es so, ich liebe es so. Papa? Freunde, ich hasse es wirklich. Ich bin so ein Zeitstress, hab nur noch 15 Minuten Zeit. Jetzt duscht er da drin, jetzt duscht er da. Wie kommt man denn auf die Idee, jetzt zu duschen, wenn man weiß, dass ich gleich los muss? So, Friends, wir sitzen jetzt im Auto und fahren jetzt zur Schule. Eigentlich bin ich voll gut gelaunt. Und ja, genau. Eigentlich gibt's noch nicht so viel zu sagen. Freunde, wir sind gerade in unserem neuen Klassenraum. Das ist scheiße. Ihr müsst mal folgen, wie heißt ihr? Belastend TV. Mann, ich mag keine Videos mehr, scheiße. Was ist das für ein Lecker? Und das war Kritze. Schmeckt sehr gut. Unser erster Schultag ist wunderbar. Total klasse. Ich muss auf die Toilette. Meine Klasse ist sehr dumm. Alter Leute. Wie immer. Und ja, genau. Also ich bin gut in der Schule angekommen. Hallo. Ich muss aufpassen, dass kein Lehrer kommt. Also, ich bin jetzt hier in der Schule. Ja, wer hätte das gehört? Und wir hatten gerade Deutsch mit so einem neuen Deutschlehrer. Und oh mein Gott, Freunde, der ist so lieb. Ich hatte erst so Angst, dass wir einen bekommen, der voll unhöflich ist. Aber der ist so lieb. Ich bin echt so froh. Oh mein Gott, meine Hände zittern. Dass der so geil ist. ja, genau. Auf jeden Fall, jetzt haben wir Chemie. Wir haben Chemie dazu bekommen. Yay. Und sonst, genau. Kommt jemand? Hallo, meine lieben Freunde. Wir sind jetzt in meinem Zimmer. Wie ihr seht. Oh mein Gott, ich mache zumindest halt meine Vlogs so verkacken, ne? Ich weiß nicht wieso. Auf jeden Fall, ich bin jetzt von der Schule gekommen. Wir hatten heute schon um 13.50 Uhr, glaube ich, Schluss. Ja, 13.50 Uhr. Jetzt ist 15 Uhr. Also ich habe vor lang nach Hause gebraucht. Und oh mein Gott. Meine Schuhe färben ja mal mega ab. Seht ihr das? Okay, gut. Interessiert gar keinen. Sorry, ich habe gerade was gegessen. Das ist mir gerade ein bisschen schlecht. Der Tag an sich war echt gut. Also hätte ich echt nicht gedacht. Ich dachte mir so, yo, stehe morgens auf, heule erstmal eine Runde rum und bin nicht in die Schule. Aber jetzt, es lief eigentlich echt alles so gut. Oh mein Gott, ich bin echt so froh. Und auch ein bisschen stolz natürlich. Genau, also wir haben keinen neuen Schüler dazu bekommen in unsere Klasse, keine neue Schülerin. Wir haben halt viele Lehrer neu bekommen. Okay, viele. Drei. Vor allem halt in Deutsch war ja so ein bisschen mein Problem, dass ich so mega Angst hatte, weil mein Lieblingslehrer da ja so gegangen ist. Und, aber unser neuer Deutschlehrer ist auch total lieb, total einfühlsam und das finde ich schon mal voll gut. In der letzten Stunde wurde es mir dann ein bisschen langweilig und wurde ich ein bisschen müde, weil wir hatten Chemie. Ja, wir haben jetzt auch noch Chemie in der 8. Klasse dazu bekommen, was ich irgendwie nicht gewusst habe und mir jetzt noch einen neuen Hefter kaufen muss. Und Leute, wenn es eins ist, was ich wirklich am allermeisten hasse, noch mehr hasse als Physik und Mathe, dann ist es Chemie. Ich hasse Chemie. Chemie ist so scheiße, Mann. Naja, jetzt haben wir auf jeden Fall Chemie und dann haben wir noch so ein tolles Fach irgendwie mit einem Computerfachumgang. Keine Ahnung, fragt mich nicht was. Und, aber wir haben eigentlich einen ganz coolen Plan. Also halt montags ist immer, haben wir nicht so lange und freitags ist auch nicht so lange. Und ja, an sich bin ich zufrieden. Unser Klassenraum ist jetzt doch nicht so doof, wie ich dachte, weil wir ja so einen kleinen bekommen haben. Klasse hat sich nicht verändert, von daher, also ich bin froh und ich denke, ich werde auch jetzt, also bis jetzt freue ich mich auf morgen. Wir haben halt leider morgen kein Deutsch, was ich doof finde, weil Deutsch, ich liebe Deutsch. Deutsch ist geil, obwohl ich kein Deutsch kann. Ah. Und genau, mehr kann ich dazu nicht sagen, sonst rede ich wieder um heißen Brei.
gegessen, kleines Update, weil viele ja mal wissen wollen. Wollte ich mich auch mal machen, so ein Food-Vlog oder Food-Tagebuch oder sowas. Auf jeden Fall heute zum Frühstück hatte ich ein Brötchen mit Marmelade. Dann hatte ich irgendwie zum Mittag 2 Scheiben Pumpernickel und Nudeln mit Tomatensauce. Dann hatte ich irgendwie noch 3 Pick-up, aber so eine kleine Pick-ups. Dann noch so 2 Leibniz-Kekse. Dann habe ich noch Schokolade von einem Klassenkameraden bekommen. Ach ja, dann habe ich noch Lakritze gegessen, wozu ich sagen muss, ich hasse eigentlich Lakritze. Aber irgendwie, die Lakritze war echt geil, die war aus Dänemark. Genau, dann habe ich noch Lakritze gegessen. Dann habe ich noch einen Apfel gegessen. Und deswegen habe ich jetzt Bauchschmerzen, weil ich habe gerade noch 2 Donuts gegessen und eine Laugenstange. Und jetzt ist mir schlecht, weil ich zu viel gegessen habe. Ja. Und jetzt gehe ich nachher, nach 2 Wochen, endlich wieder mal ins Fitnessstudio. Also ist nicht so schlimm, was ich heute so viel gefuttert habe. Und dann fängt auch endlich mal wieder der Muskelaufbau an, sozusagen, weil ich war ja gerade so drin im Muskelaufbau und dann musste ich halt aufhören wegen Bauchnabelpiercing, pipapo, Mexiko halt, ne? Und jetzt geht's wieder richtig los und jetzt werde ich auch ab morgen versuchen, mich an einem Ernährungsplan zu halten. Einfach so, der extra dafür da ist halt, um besser Muskeln aufzubauen und halt so ein bisschen gesünder zu essen und sich nicht so vom Pickups zu ernähren, so wie es Vanessa heute gemacht hat. Und genau, mal schauen. Sonst gibt's eigentlich nichts Neues. Außer, dass Vanessa Food Baby hat. Ja. Und ich Bauchschmerzen habe, weil ich so viel gegessen habe. Und jetzt muss ich ein bisschen Schule machen und mache einen Livestream. Oh. Und ja, das war's auch schon. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.